Mein Name ist Bianca und ich arbeite als Coach für Hundehalter, bin seit 2013 ausgebildete Problemhundtherapeutin und Ernährungsberaterin Fachrichtung Hund. Und in diesem Video soll es darum gehen, um meine persönlichen 4 Grundregeln im Umgang mit Hunden. Also diese Regeln haben mir auf jeden Fall eine Menge Frust erspart und haben mich auch sehr viel über Hunde gelehrt, muss ich sagen. Deshalb hoffe ich darauf, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Regel Nummer 1. Hunde machen niemals mit Absicht etwas falsch. Er ist seinen Trieben einfach hilflos ausgeliefert. Und eigentlich müssen wir da Mitleid mit ihm haben und denken, ach, der arme Hund, der kann ja nichts dafür. Muss er denn schon wieder Kot fressen? Naja, er hat es halt in die Nase gekriegt, ne? Er hilft in solchen Situationen, hilft dann halt eigentlich nur noch, sich zu denken, er kann einfach nichts dafür. Er ist ein Hund und er ist seinen Trieben hilflos ausgeliefert. Also, wenn der Hund irgendetwas macht, was wir absolut nicht wollen, und eigentlich müsste er ja auch wissen, dass er das nicht will, müssen wir da für uns sorgen und uns einfach denken, er kann nichts dafür. Er macht es nicht mit Absicht. Ein-, zweimal durchatmen und weiter geht's. Regel Nummer 2. Hunde sind nicht nachtragend. Hunde leben im Moment. Und das ist eine richtig, richtig gute Nachricht für uns, denn wir dürfen auch Fehler begehen. Der Hund wird es uns nicht nachtragen. Wir können jederzeit einen anderen Weg gehen, auch wenn wir seit Jahren etwas falsch gemacht haben, wenn wir irgendwann den Absprung schaffen und ab da an alles richtig machen, beziehungsweise etwas anders machen als vorher, dann wird der Hund sich auch darauf einlassen. Wir werden immer einen positiven Effekt erzielen. Natürlich kann man auch keine Wunder erwarten, wenn man jetzt jahrelang einen Fehler nach dem anderen gemacht hat und auf einmal machen wir es richtig, dann dauert das ein bisschen, bis der Hund dem auch vertraut, auf jeden Fall. Aber es ist nie zu spät, einen anderen Weg zu gehen. Regel Nummer 3. Hunde wollen folgen. Und wenn ein Hund nicht folgt, dann liegt es an mir. Hunde zu führen, ein guter Rudelführer zu sein, das bedeutet natürlich, dass man eine Führungspersönlichkeit entwickeln muss. Der Hund muss das Vertrauen bekommen, dass man ihn sicher durchs Leben bringen kann. Und auch wenn es mal schwierig wird, dass der Hund sich dann bei mir Hilfe erhofft. Also das bedeutet, eine schwierige Situation kommt und mein Hund guckt mich an, damit ich ihm sagen kann, wie er damit umgehen soll. Das heißt, wenn ein Hund nicht folgt, dann gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Bereich, wo man ein bisschen nachjustieren kann. Und dann folgt der Hund auch ohne Futter. Regel Nummer 4. Ein Verhalten hat auch immer einen Grund. Das heißt, Hunde markieren nicht, Hunde tun nicht als ob, Hunde sind. Hunde leben im Moment und nur weil uns der Grund ihres Verhaltens nicht so ganz klar ist und wir den nicht verstehen können, heißt es aber nicht, dass der Hund keinen Grund hat und dass da kein Grund vorliegt und dass es da keinen Grund gibt. Es lohnt sich also immer, genauer hinzuschauen, warum mein Hund dieses oder jenes tut. Ja, das waren meine 4 persönlichen Grundregeln im Umgang mit Hunden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und falls euch das Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Mein Ziel ist es, dass jeder eine super Beziehung zu seinem Hund hat. Deshalb sehen wir uns bald wieder. Macht's gut.